S-Bahn-Station Fasanerie im Münchner Norden. Eine Ortsbegehung von besonderer Bedeutung. Grüß Gott. Der Bundestagsabgeordnete Johannes Singhammer hat ein Treffen mit den Bürgern seines Wahlkreises organisiert. Seit Jahrzehnten das größte Ärgernis ist, was den Übergang, Bahnübergang betrifft im Gebiet der Landeshauptstadt München. Und deshalb sind wir zusammen, um eine Verbesserung zu beschleunigen. Großes Ärgernis verursacht dieser Bahnübergang. Die Schranken sind pro Stunde bis zu 35 Minuten geschlossen. Staus, Abgase und Lärm sind die Folgen. Für die Umwelt, aber besonders für die Anwohner, eine starke, unzumutbare Belastung. Grund für Johannes Singhammer, endlich zu handeln. Der Politiker hat deswegen den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Klaus-Dieter Josel, zu einem Gespräch eingeladen. Die Bewohner der Fasanerie fordern seit Jahren die Beseitigung des beschrankten Bahnübergangs. Bis jetzt ohne Erfolg. Der CSU-Politiker Singhammer möchte in dieser Angelegenheit vermitteln. Es gibt hierzu unterschiedliche Auffassungen der Bauplanung. Der Vorschlag der Bürgerinitiative ist eine Tieferlegung der Bahn mit Überbauung des Bahnübergangs. Die Stadt München hingegen und die Deutsche Bahn ziehen eine andere Bauvariante vor, die deutlich billiger ist. Weil es bisher zu keiner Einigung gekommen ist, findet nun im Pfarrsaal von St. Christoph eine offene Bürgerdiskussion statt. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserem Bürgerdialog heute S1. Wie geht's weiter? Sie wissen, ich selber bin für eine große Lösung, aber vor allem bin ich für eine rasche Lösung. Auch die Anwohner sind dieser Meinung und sehen nun den Verantwortlichen der Deutschen Bahn in der Pflicht. Wir haben uns ja eben die Situation am Bahnübergang angeschaut. Klaus-Dieter Josel, der Bahnchef Bayerns, zeigt Verständnis. Ist er geschlossen und ich kann nachvollziehen, dass das hier ein Ärgernis ist, dass das einen Leidensdruck erzeugt. Würde mir genauso gehen, wenn ich hier in Ihrem Ortsteil Fasanerie wohnen würde. Kein Verständnis haben die Bürger der Stadt München gegenüber. Der Vertreter der Bürgerinitiative, Georg Aschauer, kritisiert vor allem das Verkehrskonzept im Norden Münchens. Ich bedanke mich vor allem, dass dieses Gespräch stattfindet, dass endlich einmal auch ein bisschen die Möglichkeit besteht, in einem größeren Kreis eigentlich über die Sache nochmal zu sprechen. Man muss sagen, es fehlt ein Gesamtkonzept für die Straßenschienenquerungen im Bereich der Fasaneriefeld-Moching. Bei genauer Betrachtung haben wir 4 Querungen. Roland Zeller vom Münchner Baureferat Tiefbau erklärt hingegen, dass aus gegebenen Gründen nicht jede Umbauvariante durchgeführt werden kann und appelliert: Es gibt den Planungsauftrag aus der Politik, die Politik hat ihre Hausaufgaben gemacht, lassen Sie uns jetzt bitte arbeiten. Nach Austausch der Standpunkte lässt Singhammer die Bürger zu Wort kommen. Jetzt kommen Sie zu Wort. Ich würde einfach bitten, dass Sie sich melden, dann kriegen Sie das Mikro. Wenn Sie Ihren Namen jeweils sagen könnten, wäre es nett und schön. Und wenn Sie die Beiträge auch sehr konzentriert machen könnten, wäre es auch gut, weil dann kommen mehr zu Wort. Und danach, wenn wir hier den Dialog mit einigen Wortmeldungen gehabt haben, würden wir hier wieder eine Antwortrunde auf dem Podium machen. In den Wortmeldungen äußern die Anwohner ihren Unmut über die verschiedenen Bauvarianten und kritisieren vor allem die langwierigen Planungen. Grüß Gott, mein Name ist Kro. Ich wohne jetzt seit 30 Jahren hier. Seit 20 Jahren circa wird drüber geplant und geredet und nichts passiert. Als normaler Bürger würde ich auch sagen, die Bahn muss unterführt werden. Und es werden so viele Steuergelder verschwendet. Also bitte, reißt euch einmal zusammen, Stadt. In seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter setzt sich Singhammer für die Bürger ein, weiß aber auch, dass eine rasche Lösung nur gemeinsam mit der Deutschen Bahn getroffen werden kann. Der Bund und die Deutsche Bahn werden bei der Finanzierung des Bauvorhabens mit einbezogen. Es ist natürlich auch wichtig, dass nach einer Entscheidung sofort die Finanzplanung der Bahn und des Bundes dieses Projekt auch vorsehen, dass es nicht in weitere Entfernung gerät, und deshalb ist es so wichtig, dass eine Entscheidung getroffen wird. Herzlichen Dank. Johannes Singhammer ist per Internet, Facebook oder Twitter stets erreichbar. Hier können sich alle Bürger über den aktuellsten Stand informieren.